Wir feiern diesen Gottesdienst am ersten Weihnachtstag im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen. Wir sind miteinander verbunden, wann und wo auch immer Sie diesen Gottesdienst mitfeiern. Denn Gott selbst wurde Mensch und er ist mitten unter uns, teilt mit uns die Erfahrung eines anderen Weihnachtsfestes, ist da, wo wir so vieles vermissen, kennt unsere Sehnsucht und verbindet uns durch seinen Geist. Ich zitiere Nelly Sachs: Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen. Und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Wir beten mit Worten aus Psalm 121, übertragen von Peter Spangenberg. Ich suche den Himmel ab. Ich richte meine Augen nach oben. Ich blicke um mich her. Von wo kommt Hilfe? Mir ist klar, lieber Gott, helfen kannst nur du. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Du bist groß. Du wirst mich nicht ausgleiten lassen. Du hältst mich fest. Du hältst Wacht über mir. Seht doch, mein Gott nimmt mich in Obhut und begleitet mich auf Schritt und Tritt wie mein eigener Schatten. Lieber Gott, bewahre mein Leben vor dem Bösen. Pass gut auf meine Seele auf. Beschütze mich, wenn ich komme und gehe, unterwegs und überall und ohne Ende. Unruhig ist unser Herz, Gott. Ängstlich verfolgen wir die Entwicklung der Pandemie. Wir machen uns Sorgen um uns und um die, die uns ans Herz gelegt sind. Wir vermissen Gottesdienste, Gemeinschaft, Umarmung, gemeinsames Feiern und Fröhlichsein. Gedrückt ist unsere Stimmung, sehnsüchtig unser Herz. Wir kommen zu dir mit unserem Schmerz, mit unserer Unzufriedenheit, mit unserer Sehnsucht und bitten dich, finde unser Herz und erfülle es mit Hoffnung und Frieden. Erbarme dich. Ich habe dein Wandern durch diese große Wüste auf mein Herz genommen. Friede sei mit dir. Thank you.
meines Lebens. Hilf mir, meine Sehnsucht auszuhalten. Öffne meine Ohren, dass ich auf dich lausche. Öffne mein Herz, damit ich mich berühren lasse. Komm mir entgegen und lass mich finden. Das bitte ich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in alle Ewigkeit. Amen. Der Besuch der Sterndeuter. Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in den Schriften durch die Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Lande Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief der König Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkündigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten: Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder zurück in ihr Land. Halleluja! Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Halleluja! Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron. Der Gott schleust auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Und schenkt uns seinen Sohn. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein, in einem Krippelein. Er äußert sich bei seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich als Knechtsgestalt der Schöpfer aller Dinge, der Schöpfer aller Dinge. Wir bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht, leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen und lässt uns alle das Wunder hier sehen. Lilly strahlt mich an und streckt mir ein Päckchen entgegen. Wir hatten uns vor einem Jahr auf dem Martinsmarkt in Wilnsdorf kennengelernt. Lilly aus Bethlehem hatte auf der Karte gestanden, die ich längst verloren hatte. Sie sei mit einem Siegerländer verheiratet, hatte sie erzählt, aber ihre Familie wohne in Bethlehem und sie seien Holzschnitzer. Ich hatte sie nach Königen für meine Krippe gefragt, doch sie hatte keine einzelnen Krippenfiguren dabei gehabt. Schade. Ich stellte die Krippe also weiterhin mit den Figuren auf, die ich besaß. Maria und Josef, das Kind in der Krippe, einige Kamele und viele Schafe. Meine Großtante Hanna hatte einst den Grundstock für diese Krippe gelegt. Hanna hatte Zeit ihres Lebens hart gearbeitet. Erst im Ruhestand fing sie an, sich etwas zu gönnen und investierte fortan ihr Geld in Israelreisen, gerne mehrfach im Jahr. Und immer brachte sie von diesen Reisen geschnitzte Krippenfiguren mit, aus Bethlehem, für uns, meine Schwestern und mich, ihre einzigen Nichten. Doch Hanna war irgendwann zu alt geworden fürs Reisen und auch die lange geplante gemeinsame Reise fand nicht mehr statt. Die Krippe blieb unvollendet. Als ich selbst nach dem Abitur und später mit meinem Vikariatskurs in Israel war, dachte ich nicht an Königsfiguren und das nötige Kleingeld fehlte auch. Lilly schaut mich erwartungsvoll an. Ich öffne vorsichtig das Papier und halte drei Könige in den Händen. Zugegeben, ausgesucht hätte ich sie mir nicht. Ich hatte sie mir ein bisschen schöner vorgestellt, größer, schlichter in der Form. Aber Lilly hatte vollendet, was Hanna und Miriam vorher nicht gelungen war, die Krippe vollständig zu machen. Als ich jetzt vor Weihnachten 2020 unsere Krippe vom Dachboden holte und die Figuren in die Hand nahm, da fühlte ich mich diesen beiden Frauen auf merkwürdige Weise verbunden, Hanna und Lilly. Drei Frauen mit einer Sehnsucht, nach Aufbruch, nach Reisen, aber auch nach Ankommen und Vollständigkeit. Ja, vielleicht ist es die Sehnsucht nach dem, was fehlt,
das mich in diesem Jahr auf die Spur der Könige gebracht hat. Ich habe sie dann gar nicht zur Krippe gestellt, sondern auf meinen Schreibtisch. Und da stehen sie nun schon seit einigen Wochen vor dem Monitor, in sich gekehrt, als würde sie das Chaos auf meinem Schreibtisch und in meinem Kopf nicht stören. Nicht all die Telefonate, E-Mails, die Videokonferenzen, die hinter ihrem Rücken toben. Und die Absage der Weihnachtsgottesdienste scheint sie auch nicht beeindruckt zu haben. Drei Menschen, die fokussiert sind, die suchen und die sich auf ihren eigenen Weg machen. Warum Sie so lange unterwegs gewesen waren, beantworten Sie so: Wir haben seinen Stern gesehen. Ob Sie sich vorher gekannt haben, ob Sie gemeinsam aufgebrochen sind, oder haben Sie sich unterwegs getroffen und wurden zu Reisegefährten? Jedenfalls wurden Sie zu Schicksalsgenossen, gemeinsam unterwegs, angetrieben von Neugier und Sehnsucht. Wir haben seinen Stern gesehen. Jupiter und Saturn in Konjunktion. Ein Stern, der die Geburt eines neuen Königs ankündigt, so erzählte man sich. Sie sind gekommen, um diesem neuen König Ehre zu erweisen. Aber sie suchen und landen am falschen Ort. Obwohl es so logisch war und die Tradition ja genau das erwarten ließ. Aber im Palast von Jerusalem ist kein neuer König. Da ist nur ein Alter, der um seine Macht und seinen Einfluss fürchtet, der aus purem Egoismus half, sodass sie am Ende doch noch ankamen im kleinen Städtchen Bethlehem. Es ist gut, aufzubrechen, dem Stern zu folgen, der Sehnsucht, der Intuition. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stand, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Das Herz sagt: Hier bist du richtig.
angekommen. Ganz anders als erwartet, aber angekommen am Ziel der Reise. Erfüllte Verheißung, gestillte Sehnsucht. Und doch gibt es keinen Stillstand, kein Bleiben, kein und wenn sie nicht gestorben sind. Auf einem anderen Weg reisen sie zurück in ihr Land. Denn die Geschichte muss weitererzählt werden. Drei Könige wandern aus Morgenland. Ein Sternlein führt sie zum Jordanstrand. In Juda fragen und forschen die drei, wo der neugeborene König sei. Sie wollen Weihrauch, Myrrhen und Gold dem Kinde spenden zum Opfersold. Und hell erglänzet des Sternes Schein, zum Stalle gehen die Könige ein, das Knäblein schauen sie wonniglich, anbetend neigen die Könige sich. Sie bringen Weihrauch, Myrrhen und Gold zum Opfer dar, dem Knäblein hold. O Menschenkind, halte treulich Schritt, die Könige wandern, o wandre mit. Der Stern der Liebe, der Gnade Stern, erhelle dein Ziel, so du suchst den Herrn und vielen Weihrauch und Myrrhen und Gold. Schenke dein Herz dem Knäblein hold. Schenk ihm dein Herz. Drei Menschen auf der Suche nach dem Verheißenen, nach dem, was fehlt. Damals drei unbekannte Sterndeuter. Heute Hannah, Lilly, Miriam. Und setzen Sie gern Ihren Namen dazu. Denn die Geschichte muss weitererzählt werden. Ich habe an dich gedacht, sagte Lilly zu mir. Ich habe dein Wandern durch diese große Wüste auf mein Herz genommen, sagte Gott einst zu Mose. Ich denke an dich, sagt Gott, an diesem Weihnachtsfest. Am 21. Dezember, vor wenigen Tagen, gab es wieder eine große Konjunktion. Jupiter und Saturn in unmittelbarer Nähe, jedenfalls aus irdischer Sicht. Alle 20 Jahre treffen sie sich, aber so nah wie in diesem Jahr waren sie sich seit 400 Jahren nicht mehr. Mir gefällt dieser Gedanke. Ausgerechnet in diesem Seuchenjahr tröstet uns der Himmel mit einer besonderen Sternenkonstellation, mit dem Weihnachtsstern. Tröstet und ruft, brich auf, suche, was fehlt, folge deiner Sehnsucht. Ich habe dein Wandern auf mein Herz genommen, sagt Gott. Ich kenne deinen Weg durch dieses so mühsame, schwere Jahr. Ich kenne auch den Weg, der vor dir liegt. Gebe Gott, dass unser Weg sich lohnt, dass unsere Suche sich erfüllt und dass sie Antwort findet im Kind in der Krippe, in Gott, der unser Wandern und Suchen
auf sein Herz nimmt. Und Gottes Friede, der unser Denken und Verstehen so weit übersteigt, der bewahre uns mit Herz und Sinn bei Jesus Christus. Amen. Bitten wir dich für alle, die heute getrennt voneinander Weihnachten feiern müssen. Nimm dich besonders der Alleingebliebenen an und stärke die Verbundenheit, auch über räumliche Distanz, und gib deinen Frieden. Gott, nimm das Wandern auf dein Herz. Das beten wir für alle Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, die weltweit um das Leben von Menschen kämpfen. Gib ihnen Ausdauer, Hoffnung und Widerstandskraft, um nicht müde zu werden. Nimm dich der Kranken und Sterbenden an und gib ihnen Frieden. Gott, nimm das Wandern der ganzen Menschheit auf dein Herz. Nimm uns den trüben Blick, lass uns dein Licht sehen. Und gib uns Anteil an deiner Hoffnung für diese Welt. Lass uns nicht aufhören, dich zu loben und dir zu vertrauen, heute und an allen Tagen, die kommen. Alles Ungesagte legen wir in die Worte, die wir von Jesus Christus gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Gott der Herr segne dich an diesem Weihnachtsfest. Er nehme dir Angst und Sorgen. Gott schaffe dir Raum für deine Sehnsucht. Er lasse dich Liebe und Verbundenheit erfahren. Und wann immer es dunkel wird um dich, leuchte das Licht seines Weihnachtssternes, das Licht des Friedens und der Hoffnung. So segne und behüte uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Im Namen der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde in Iserlohn wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Bleiben Sie behütet. Thank you.